ich dir was bitten? Kannst du mir da anziehen an dem Kabel? Das ist ein bisschen streng. Boom! Ja, das Ding ist. Aber jetzt ist wireless, oder ja. Was? Okay. Au, verflucht den Scherz. Hast du wieder an? Nein, aber es tut weh. Nein, das ist. Herzlich willkommen, meine lieben Raiders. Heute beim Leben viel zu Hause. Hallo, mit dem Danny wieder. Ja, genau, und mit der PS4 wieder. Ist auch da, passt. Ja, ist auch da. Destiny Closed Beta. Wir krochen rein. Ich würde mal sagen, was ist das eigentlich für ein Spiel, verdammt? Es ist von den Halo-Machern. Okay. Eigenes Universe, wie sie es so nennen. Aber sie ist es ein MMO-RPG-Shooter? Ja, so ein Mischmasch. Okay. Mischmasch. Es geht aber eher darum, ja, die Fähigkeiten, du hast nicht so wie Skilltrees, kannst jetzt aussuchen. Okay. Oh, ich möchte das Kind, du kannst schon. Es gibt drei Klassen, beginnen wir mal so. Den Titan, Hunter, Warlock. Okay. Titan ist so der typische, ja, ich bin Stiefform, Tank, fette Wumme, okay, fette Rüstung. Hunter ist halt derjenige, so Nahkampf, ich zerlege alle mit dem Messer oder bin hinten mit dem Sniper. Okay. Und der Warlock ist so mit Magie, Arkanfeuermagier von Danny. Okay. Der leichte Rüstung liegt, wie man da vielleicht schon sehen kann. Das ist der Warlock. Das ist ein Warlock, den ich jetzt angefangen habe. Wäre viel cooler, wenn er Warlord heißen würde, so wie im Film. Ja. Das passt, finde ich, auch eh nicht so wirklich rein, aber ja, also sie wollen da jetzt ein neues Universum aufziehen mit. Die Story kriegen wir dann eh noch mit im Intro und. Umbra 3 Engine. Umbra 3 Engine. Umbra. Umbra. Und dann krochen wir mal rein. Ich würde sagen, wir machen einen neuen Charakter. Okay. Machen wir einen Danny. Also, es ist jetzt. Also ich würde sagen. Ja, da haben wir die drei Titan, genau, Hunter und Warlord. Ich nenne ihn Warlord. Das ja, ist einfach cooler. Da sieht man schon, wie sie aussehen, wenn sie fette Rüstungen haben. Ja. Das ist jetzt die weiblicher nicht sogar. Haben. Männlicher. Weiblicher. Okay. Man kann das natürlich ändern. Ja, Gott sei Dank. Ja, also ich würde sagen, also am easiesten zum Spielen ist ein Titan. Ja, dann spielen wir mal einen Titan. Spielen wir mal einen Titan, würde mich eh auch interessieren. So, jetzt können wir uns natürlich auch sagen, was für eine Rasse, männlich, weiblich. Wir sind mal ein Mann, verdammt. Wir sind auf jeden Fall ein Mann. Wir haben keine Komplexe. Wir können also entweder Awoken spielen. Okay. Das sind so blauhäutige, ja, man weiß nicht wirklich, was das ist. Ja. Das kommt wahrscheinlich Exo ist wahrscheinlich so Robot-Style, ne? Exo habe ich einen gemacht, die schauen ziemlich cool aus. Okay. Die gefallen mir ziemlich sehr. Und halt Human Male. Ja. Menschen. Okay, Brad Pitt, alles. Ich würde sagen, wir würden spielen mit Mensch. Machen Mensch. Machen wir Mensch, ja. So, dann Face. Haben wir einen Ich glaube, das war nicht so schlecht. Das war so Casual European Guy. Ja, das ist okay. Oder. Nein, wir gehen nicht ins Solarium. Ja, das ist Middle Tan, kannst du auch lassen. Okay, passt. Dann kann man uns natürlich aussuchen. Nicole. Okay. Ja, das sieht ja weiblich aus. Achso, das ist. Face-Style. Ja, dann mach mal das. Asiaten-Style. Ganz unten links. Gérard Depardieu. Nein, mach das oberste, oder? Der schaut ziemlich, ja, das geht der auch, ziemlich okay. Dann Lip Color, ich würde mal sagen, wir bleiben. Ja, das ist. Alles klar. Also, das ist. Ja. Da kann man schon sehr viel auswählen dafür, dass es noch die Beta ist. Ja, genau. Also, kommt noch einiges dazu. Und ich meine, die. Du könntest den Lippen schon ein bisschen Farbe geben, aber halt. Nein. Sieht unnatürlich aus, würde ich sagen. Ja, es schaut alles aus, als hätte er Lippen. Das ist Lippen. Das ist ja. Wir brauchen sowas bisschen. Ja. Genau, nein. Das ist ein Lipstick. Ja, das, ja, das ist dunklere Rosa, was da war. Das hier? Ja. Lassen wir das. Ja. Oder das hier? Dann hat er wieder Ruf. Nein, das ist schwarz getaucht, natürlich Goth-Style. Yeah! Okay. Gut, dann die Augenfarbe. Nehme ich immer was ziemlich Flashiges, damit es einfach cooler aussieht. So blau. Ja, ist okay. Sunnyboy-mäßig, ja. Grau wäre auch cool. So, Haare natürlich. Gibt es ziemlich coole Frisuren. Ja. Jetzt ziemlich klar, dass du das wieder cool findest. Mal, weil das ganz unten rechts ist ja so ein Samurai. Zen Master Ding. Ja, genau, aber da kann man da anscheinend nicht rauszoomen. Aber das ganz links oben ist die Kriegerfrisetten, oder? Die nicht störende. Ja, oh, ja, ich würde mal sagen, den nehmen wir. Sicher. Wir haben keine Zeit für Haarpflege. Haarfarbe. Ja, da mal eh das nicht sehen, schwarz natürlich, so. Markings, das sind dann eben so Tattoos. Okay. Dann gibt es auch ziemlich fette. Was mir zum Beispiel sehr gefällt, ist dieser Totenkopf. Mhm.
Aber in Schwarz, ne? In Schwarz natürlich. Hat ein bisschen was von Ghost. Mhm. Gibt natürlich viel mehr, ja. Ja, hübsch. Hübsch, ja. Okay. Da hat er ins Ölfass reingeschaut. Ja. Das wäre der richtige. In Kombo mit die schwarzen Lippen. Ja, ja, das waren so eher nicht. Illuminati. Ja, das dritte Auge. Okay. Ja, das ist auch cool. Das ist so ein bisschen Navy Selection. Ja. Aber das müsste grün und sein. Was, dann. Was cool ist nämlich auch, ja, kannst du dir ändern. Ah ja. Was cool ist, ah, kannst das ist zu höflich. Kannst du das natürlich auch so rot machen, damit man. Bei den Exo gibt es übrigens so eine wirkliche Blutbespritzung. Okay. So. Dann mach ihm das in schwarz. In schwarz? Ja, ja, schaut ziemlich fleischig aus. Bestimmt irgendwie die blauen Augen, es gibt nicht so ein. Nein, es gibt keine blauäugigen Hardcore-Krieger. Nein, nein. Nein. Braune Augen oder braune so. Braune Augen, das. Schwarze Augen gibt's auch. Ja. Graue Augen. Braun ist okay. Oder das kannst du auch lassen. Ja, lass mal das einfach. So, ich würde mal sagen, das passt eh. Ja. Name muss man nicht eingeben, weil er nimmt automatisch den vom PlayStation Network Namen. Okay. So. Und dann. Ist ein bisschen schade, dass wenn man eigentlich ein Kind zeugt, dass man auch nicht so einen Konfigurator hat. Mein Kind soll männlich weiblich sein, blaue Augen. Das wär's doch, oder? 90-60-90. Ja, bei deinem Kind? Ja. Okay, verstehe. Bungee, Jumping. Also ich muss zugeben, die Grafik haben sie ziemlich, ziemlich gut gemacht. Was man da cool jetzt, aus. Die Story, was sie da jetzt auch, ist auch ziemlich. Ich will nicht vorweggreifen. Also es ist ziemlich, ziemlich so. Also die Apollo 13 tritt mal in die Erdatmosphäre. Das ist Current Day. Ja? Aha. Sagen sie jetzt. Okay. Das ist wahrscheinlich also noch in der Vergangenheit. Okay, wir landen auf dem Mars. Genau. Was reimt sich auf Mars? Schaas. Schaas. Okay. Fars. Ah ja. Snickers. Genau. Der Planet Mars Present Day, also das ist so quasi. Aha. Das zeigt. Venus Yours. Alles klar. Ja. Okay. Das finde ich auch ziemlich cool können. Gemacht, aber. Schon mit der M4 noch, weil das ist ja noch. Reden die auch in allen Sprachen miteinander? Hallo. Hello. Bin alles du. Ich muss aufs Klo. Take my time. I've got the toilet. Okay. Warum braucht man Marswaffen? Ist doch keiner da. Ja, das ist eben. Also ich muss zugeben, das haben sie ziemlich flashig gemacht. Ist das Absicht? Ja. Okay. Aber doch nicht, dass irgendwas kaputt ist da. Ja, sie wollen damit sagen, dass sie ewig lang rummarschieren auf dem Mars. Aha, indem man Disco-Licht einbaut oder was? Ja, wahrscheinlich. Also. Ich aus. Ja, der stürzt da fast runter. Ja, fast! Dafür braucht man einen M4. Du böser Stein! Ja, genau. Und siehe da, sie entdecken den Observer. Alles klar. Wo man bis heute nicht weiß, was das ist. Aber sie. Das kann man auch mit einem Satelliten nicht sehen, da muss man auf Mars. Nein, da muss man am Mars erst landen, weil da war auf der versteckten Seite, aber das Satellit. Ja, es war ja Present Day, unsere Satelliten sind ja scheiße. Dark Side of the Mars. Ja. We called it the Travel. Oh, nicht Observer Travel. And its arrival. Sorry. Super. Gabriel Löschen hat sich erledigt. Er hat irgendwas gesagt. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. Miracles! We stared out at the galaxy and knew that it was. Wie man sieht, ist dieser Traveler zur Erde gewandert? Ja, das ist so wie in allen Sachen, so wie mit Superman und so, ne? Mhm. Und die Menschen haben halt von ihm die Technologie übernommen und. Ja. Which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began. This darkness. Das ist die Darkness. Kenn mich aus. That was the end. So. But it was also a beginning. Ja. Du, Michael Bay, Transformers 5. Entschuldigung. Steven Spielberg. Hat übrigens jetzt einen Drachen umgebracht? Hat man das schon? Ja, ja, mit Facebook, da wird umeinander geraged. I don't care who he is. Ja, verdammt, wenn er die ganzen Drachen umbringt, haben wir keinen Spaß mehr. Ja, ja. Dragons. Ja, Ladezeiten sind einmal da. Ist ja noch Beta-Bild, wie man ja, rechts oben schwer erkennen kann. Das ist jetzt ein Cosmodrome, Old Russia, Earth. Du hast Beistrich nicht gesagt. Beistrich, Earth. Ich muss zugeben, grafiktechnisch wirklich Wahnsinn. Ja, schaut schön aus. Also ich merke gar nicht wahrscheinlich, wie das Ding auf der Xbox ausschaut.
oder PS3, Xbox 360 muss die Karten nämlich an, leidet sicher einiges drunter. Blöd ist halt nur, wenn der Upgrade auch drunter leidet, damit die Next-Gen-Konsolen nicht so scheiße ausschauen, ne? Mhm. Ah ja, ein kleiner Scanner. Ja, das sind, ja, wird man eh sehen, was das genau ist. Also über Star Wars. Beep, beep. Der sucht halt irgendwas. Mhm. Ja, das war's mit den Prius, die haben sich nicht durchgesetzt, ne? Ich hätte doch den Controller wieder. Okay. Ja. Also das ist Exotypen oder wieder andere? Nein, das sind spielbare Rasse, das sind die Gegner. Okay. Das sind nämlich die coolen, die kann man nicht spielen. Meistens, ja. Was sonst? Der hat angeblich eine bekannte Stimme aus Amerika, dieses Ding. Okay. There you are. Ja, mit diesem Robotfilter ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Guardian, eyes up, Guardian. Und der hat dich jetzt quasi gefunden. It worked. Oh, okay. Und hat dich wiederbelebt. Ja, cool. Der erinnert mich ein bisschen an diesen Typen von, wie hat das Spiel geheißen, mit den Portable Guns, Portal? Ja, genau. Ja. Well, you've been dead a long time. Und der hatte schon mal einen Auftritt in Halo, in irgendeinem Halo-Teil, aber nicht so in dem Design. Okay. Genau, das sind die Fallen, die du da gerade. Alles klar. Fallen hat es auch schon gegeben, glaube ich, bei irgendeinem Spiel. Don't worry, I'm still with you. We need to move. Fast. Ja, die waren ja gerade, die haben ja dieses Ding schon beobachtet, das heißt. Ja. Du wirst gleich ins Spiel geschehen geworfen und darfst jetzt mal weglaufen wahrscheinlich, ne? Genau. Was, das funktioniert? Mal. Wir müssen die Maussensitivität ein bisschen höher stellen. Ah, das kann ich später machen. Weil das wird jetzt ein bisschen schwer. Springt man mal. Das wird wirklich schwer so. Wir können uns jetzt nicht mit dem Vogel aufspringen. Bring you back just for you to die again. We have to move. Wenn er mal rein in den Raum verlassen ist, geht weiter. I need to find you a weapon before the Fallen find us. So, find a weapon. Das ist uns ziemlich cool gemacht. Okay. Also das ist jetzt dein Interface quasi, so dieser... Ich mag das, dass das so ein dezentes Future-Setting nur ist und nicht so komplett futuristisch, sondern dass man eben Sachen wiedererkennt, wie man eben diese ganze Buildings und sowas und das nicht alles so erfunden, Future-mäßig ist, sondern wirklich, sag ich mal, so ausschaut, wie es könnte man sich das vorstellen, dass es halt so ist. In der nahen Zukunft. Also, ja genau, das ist so Postapokalypse, weil das haben sie auch ziemlich gut gemacht, finde ich. Mit der Kamera am Display, also wenn das Licht sich auf den Dreck spiegelt und. Ja, ist eine gute Engine, also. Umbra? Mit dem, ja, Umbra 3. Da sieht man die Fallen schon rumkraxeln. Mit dem Licht, das ist echt cool. Und er macht jetzt für uns das Licht. Okay. Hat sich sicher angefetzt, ne? Here, I found a rifle. Grab it. Ah, hier. Ah, ja, ist gefunden, ich verstehe. I hope you know how to use that thing. Naja, ich hoffe auch mal. Du kannst aber ruhig auch posieren und die Lizenz über die umschalten, das ist kein Problem. Also das kann ich. Muss ich ein bisschen. Okay. Das geht mit der Maus jetzt nicht, die geht dann übrigens auch. Nehme ich ein Herz ein? Ja, natürlich. Gut. Spiel mal an den Controller, dabei ist das ja nicht so tragisch. Ja, die Lichteffekte sind sehr cool, also. Das ist halt so wie bei, wie du gerade gesehen hast, wie bei. Wie heißt das Spiel? Das fällt mir den Namen nicht an. Comic-Grafik, Comic-Engine, ach so, das Borderlands? Borderlands-Syndrom. Borderlands. Den Damage von deinen Waffen und so weiter. Also okay. Ah, du gibst einfach auf die Fresse, alles klar. Genau. Das ist nämlich der Instant-Dead, Kugeln sind ja nicht so gefährlich. Ja, genau. Unten sieht man eben das den Level-Balken, du kriegst die Erfahrung. Ah, den sieht man aber ganz dezent, ne? Ja, wenn du Erfahrung kriegst, siehst du ihn sofort. Also siehst du ihn ein bisschen. Du stehst generell nicht so auf Iron Side, ist mir aufgefallen, ja. Jawohl. Die Waffe finde ich auch cool, die hat nämlich so ein bisschen so ein M4-ähnliches
dezentes Future-Design. Also, das mache ich auch sehr, wenn die... Warfare. Ja, das mache ich auch, wenn die Waffen nicht zu spacig sind. Vor allem, wenn sie wirklich Bullets verwenden. Die haben halt nicht so Laserwaffen. Spacige Waffen. Ja, ist klar. Aber mir ist sowas wesentlich sympathischer, wie wenn du die ganze Zeit... Was ich ja gerne herzeigen würde, ich weiß nicht, ob das jetzt schon möglich ist dann. Die Waffen kann man ja upgraden. Okay. Jede Waffe hat eigene, so quasi einen, eben einen Skilltree mit einem Penetrating Bullets. Es gibt Blitzwaffen, Feuerwaffen, hin und her. Es gibt über 1 Million Waffen, okay. Haben sie schon gesagt. Also wird ziemlich... Ja, Forst, oder? Das ist schon beschlossene Sache. Gitsch! So, da kriegt man jetzt einen Loot quasi. Okay. Und jetzt haben wir bekommen eine fette Shotgun. Nice. Chip mines. Don't touch them. Ja. Wir wollen sie nicht berühren. Schau schon halt mal durch. Wow. Ja. Das war mal die Center nehmen. Das ist Close Combat Action. Nicht so gut im Controller. Ja, es ist halt. Das ist halt das klassische PC-Leiden. Wenn man umsteigt auf Konsole und mit einem Controller einen Shooter spielen muss, ist das halt ein absolutes No-Go. Ach. Ja, er rennt einmal dezent durch und reißt dich mit. Ja. Das ist natürlich die Allah Akbar-Version. Egal, wir können ja respawnen, so ist es ja nicht. Jetzt hat man übrigens unseren Titan kurz gesehen. Wir können ja unendlich lang sprinten, das ist ja... Ja, kannst du das nicht? Stell dich nicht so an. Zur Bundeswehrzeit konnte ich das noch. Ja. Wurde uns beigebracht. Schreiber, glaube ich, ne? Und eher unendlich lang sprinten wurde uns beigebracht. Genau. So, dann wechsle ich zufrieden wieder auf meine M4-Style-mäßige Waffe. Also anscheinend hört er auf zu rennen, wenn man Waffe wechselt. Coole Mucke dabei auch. Ja, wollte ich gerade auch erwähnen, wenn ich. Oh, die haben wir ja nicht mitgerissen. Das heißt, dieser Typ existiert ja nicht mehr da und sind totgerissen. Ja, das mit den Schatten und so weiter ist schon gut. Ja, das ist ein bisschen zu blurry, aber das ist, wie gesagt, das ist ja noch eine Beta. Braucht man nicht unbedingt meistens. Gehen wir nicht so. So. Da kommen nämlich auch nicht sicher Gegner. Das ist ja quasi eigentlich nur der Prolog, den man da wahrscheinlich spielt auf dem Schiff, ne? Bis man dann in die Multiplayer-Welt entlassen wird. Wie lange geht die Großbeta noch, weißt du das? Bis 27.07. Okay. Am 21. 22. sind Wartungsarbeiten, da kann man keiner spielen. Okay. Also nämlich ein Bugfixing und so weiter. Das ist zufällig das Wochenende wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Ah, da habe ich mir fast gedacht. Wartungsarbeiten. Das sind die Publisher wahrscheinlich am Rave. Aber gut, okay. Selbstverständlich. Ist es ein Next-Gen-Konsolen-Exclusive? Weißt du, gibt schon was über den Release? Release ist im September, 9. September. Nein, okay. 21. Ich hab's jetzt nicht gehabt. Auf jeden Fall im Herbst, kann man sagen. Ja, aber es ist auch für Xbox, PlayStation 3 und Xbox 360. Okay, aber nicht PC. PC haben sie also geplant für 2015 und 2016 sich, auf jeden Die müssen Fall. Sich gedulden, die PC-Spieler. Ja, leider Gottes, ja. Wie immer, das ist natürlich das Leid eines PC-Spielers, aber okay. Ich hab dich gesehen. Ja, ich glaube, der war aber ein bisschen links, oder? Irgendwo. Was? Warte, schau nochmal nach rechts. Ah, man sieht doch den Schatten, oder? Schau mal auf die Wand rechts. Ja, der kommt auf uns zu. Der versteckt sich, weil die KI ist ziemlich gut in dem Spiel. Ja, surroundet dich der? Ja, total. Zack. Da fehlt mir so ein bisschen so eine Melee-Action, wo man sieht, wie das in den Hals bohrt oder irgend sowas. Das ist halt meine statistische Ader. Battlefield verwöhnt. Ja, gibt ja auch andere Spiele, wo das schon gegangen ist. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht mit Wasser, also puh. Ziemlich geil. Geile Engine, die sie da... Ja, also dafür, dass das eine eigene ist, dürften sich die da ziemlich viel Mühe gegeben haben. Es war ja auch, wie wir letztes Jahr bei der Gamescom waren, war ein sehr, sehr fetter Destiny-Stand, wo wir allerdings nicht reingegangen sind, weil einfach zu viel los war. Eine ziemlich, ziemlich coole Szene. Incoming! Teleport. Ah, okay. Oh, das ist ein Panzer. Ja, noch ein alter.
ziemlich großer Standard, deswegen finde ich. Bleibt man, ist das Szenario eigentlich auf der Erde oder kommt man dann woanders? Du kannst auf andere Planeten, Mars, Mond, Saturn, hin und her. Okay. Also man erledigt seine Quests dann auf anderen Planeten. Genau, es gibt eben eine Story, dann gibt es sowas wie Strikes, das ist 3-Mann-Missionen, wo man so quasi wie in MMOs durch Dungeons geht. Es gibt also Raids. So Koop-mäßig. Genau, es gibt Raids. Du kannst Open World spielen mit jedem, also du kannst ein Fireteam machen und dann Open World exploren und so weiter und so fort. PvP wird es wahrscheinlich auch geben. PvP gibt es auch, genau. Das siehst du meistens am Mond, du hast auf mehreren Planeten dann so eine Basis, wo eben dann zwei Fireteams gegeneinander. Aber man kann sagen, es ist eigentlich Player versus Enemy. Genau, PvE, ja. Dass man eigentlich gemeinsam halt questet, kann man sagen. Genau. Leveled, okay. Macht eigentlich eh mehr Spaß. Aber ja, einen ziemlich großen PvP-Content gibt's doch. Also, du kriegst eigene Waffen im PvP, eigene Rüstungen. Das Glas will sich auch irgendwo auszahlen. Es wird halt auch interessant, wie stabil das Ganze rennt, weil es soll ja auch dieses Shooter-Feeling doch haben. Weil, was für ein MMO gibt es eigentlich, was so shooterlastig ist? Ich glaube, noch keines, kann man sagen, oder? Ich muss halt jetzt gerade im Moment keines sein. Ich glaube, es. Wow, ich muss mich schon überstellen. Ich weiß nicht, wie spielt sich dabei für dich? Ist es okay, oder? Ja, wie gesagt, Controller. Eher unabhängig davon, dass man halt. Also, es ist ziemlich flüssig, also nicht schwammig, du hast keine schwammige Steuerung. Ich meine, wir müssen auch sagen, wir sind ja auch noch nicht online, ne? Genau. Also. Was na, ist angeblich ist das auch schon online, also. Ach so, okay, aber das, ja. Ja. Was die Server dann drauf haben, werden wir noch sehen. Gut, ich bin dann ein bisschen am. Hast du ein bisschen den Behindertenhandkrebs? Weil die treffen natürlich. Ja. Zielhilfe dürfte offensichtlich halt keiner geben. Nein. Ich hab's gewusst. Ja, da kratzen wir einfach mal deluxe-mäßig ab, so können wir auch gleich mit dem Gameplay wieder aufhören. Das ist halt für alle PC-Spieler, die halt mit der Maus immer gerne zielen, eigentlich etwas mühsamer mit dem Controller das Ganze zu machen. Aber das wird sich im nächsten Gameplay ändern, da werden wir euch genau zeigen, um was da geht. Ja, auch dafür gibt es eine kleine Hilfe. Und bis dahin verabschieden wir uns. Ja, und sagen, see ya. See ya. In Destiny.